Wie hält man einen Dämonen auf? Noch dazu einen, für dessen Schöpfung man selbst gänzlich verantwortlich ist. Kara ist nun mächtiger als je zuvor und der vorherige Kampf lief bereits nicht gerade zugunsten von Sans und Flowey. Und Frisk ist in keiner Verfassung, um zu helfen. Sans lässt sich von all dem aber nicht unterkriegen. Er ist sogar noch in der Lage, Flowey zu ärgern, indem er einen Schraubenschlüssel aus seiner linken Hand teleportiert, nur damit Flowey ihn in Sans rechte Hand zurückwerfen muss. Total unnötig, aber wir reden hier von jemandem, der mehrere Jobs hat, damit er mehr Pausen machen kann. Also passt das perfekt zu seinem Charakter. Dieses Mal gelingt, was zuvor unmöglich schien. Sans repariert den Bringgaster Zurückinator. Nebenwirkungen beinhalten die Heilung von durch jahrelange Isolation in einer schwarzen Leere hervorgerufenem Wahnsinn. Zurück in der Welt der Lebenden, diesmal sogar mit Beinen, wird schnell deutlich, wo Sans seinen Sinn für Humor her hat. Frisk ist zunächst beunruhigt, aber Gaster versichert ihm, dass von ihm keine Gefahr ausgeht. Was Sinn ergibt, da sein Handeln in Yet Darker durch Verzweiflung motiviert war, für die es nun keinen Grund mehr gibt. Dass die Reparatur des Geräts nun möglich ist, wird auch auf einen Glitch zurückgeführt, aber auch hier halte ich die Erklärung für offensichtlicher. Sans hat jahrelang versucht, seinen Vater zu retten und dabei mehr über die Zeitlinie erfahren, als ihm lieb war. Also hat er irgendwann aufgegeben. Aber durch die Ereignisse von Yet Darker weiß er nun mit Sicherheit, dass Gaster noch lebt und hat dabei vielleicht sogar den entscheidenden Hinweis über die Natur der Void bekommen, in der Gaster all die Jahre gefangen war. Hier muss also gar kein Zufall im Spiel sein und sowas ist in der Regel auch besser für die Glaubwürdigkeit einer Geschichte. Sans informiert Gaster über die Lage und bittet ihn, die Gruppe in den Lagerort der 6 Menschenseelen zu teleportieren. Dort angekommen übergibt Sans die Seelen an Flowey, um ihm die Verwandlung in Omega Flowey zu ermöglichen. Camilla zufolge hätte sich Sans nach den Ereignissen von Megalomaniac und Yet Darker irgendwann verflüssigt, wenn kein Reset stattgefunden hätte. Das widerspricht zwar der Idee, dass ein Monster mit einer Menschenseele super gefährlich sein soll, aber es fügt einen weiteren Grund hinzu, wieso Sans diese Seelen nicht selbst absorbiert. Wir wissen ja bereits, wie mächtig Emmett Frisks Seele wird, aber andererseits ist sich Sans dadurch auch bewusst, dass das Bewusstsein der absorbierten Menschen weiterhin präsent ist, wie auch Asriel seinerzeit mit Kara herausgefunden hat. Sans hat also vermutlich auch aus dem Grund ein Problem damit, eine der Seelen zu absorbieren, und noch dazu weiß er, dass Flowey bereits mit der Macht der 6 Seelen vertraut ist. Für den bevorstehenden Kampf mit Kara gibt es aber bereits jetzt ein böses Omen. Selbst mit den 6 Menschenseelen kann Flowey nicht die kombinierte Entschlossenheit von Kara, Frisk und den Amalgamates übertreffen und Kara so die Kontrolle über die Zeitlinie nehmen. Und das ist bevor Kara noch die übrige Entschlossenheit, die Alphys von den Menschenseelen extrahiert hat, absorbiert. Und so beginnt ein weiteres ungleiches Schachspiel. Frisk ist der König, praktisch machtlos, aber alles steht und fällt mit ihm. Gaster ist die Dame, wird aber zunächst mit der Aufgabe betraut, Frisk zu schützen und Karas Reset-Fähigkeiten zu unterdrücken. Nicht, dass Kara einen Anlass zu einem Reset hätte. Hier kommt es potenziell auch zu einem Kontinuitätsfehler, denn wir erfahren später, dass Gasters Lidanachroma eigentlich nicht funktionsfähig ist. Andererseits setzt er ihn in diesem Kampf auch nicht tatsächlich ein und hat ihn vielleicht nur beschworen, um Kara nicht über diese Lücke zu informieren. Sans ist der Springer. Ich hatte ihn erst als Läufer eingeschätzt, aber er verbringt lange Zeit auf Gaster-Blastern und hat bereits in Yet Darker bewiesen, dass er Gaster so ausmanövrieren kann, wie der Springer die Dame. Und Flowey ist dann wohl der Turm. Kara dagegen ist mindestens das, was man im Anarchieschach den Nook nennt, die Kombination aus Turm und Springer mit all ihren Fähigkeiten. Flowey und Sans führen die ersten Angriffe gegen Kara aus, erreichen aber damit nichts, sodass sich Gaster schnell gezwungen sieht, mehr als nur aus der Ferne zu unterstützen. Aber auch gemeinsam mit Flowey gelingt es ihm nicht, Kara zu verletzen. Umgekehrt sieht das schon anders aus. Zum Schock aller Beteiligten schafft Kara es mit einem Geduldsseil, einen von Flowys Armen abzureißen. Nur Sans interveniert schnell genug, um Schlimmeres zu verhindern. Gaster erkennt, dass dieser Kampf schnell beendet werden muss, wenn Kara das Team nicht zermürben soll, und setzt zum ersten Mal seine Monotoniefähigkeit ein, um ein Merkmal durch alle 7 Hände gleichzeitig zu kanalisieren. Trotz Sans zusätzlicher Hilfe mit Schwerkraftmanipulation weicht Kara allen Angriffen aus und nutzt die Chance, die sich ihm bietet. Gaster hat Frisk ungeschützt gelassen. Der König steht im Schach, und Gaster erkennt zu spät, dass er selbst nicht das Ziel ist. Sans teleportiert sich vor Frisk, aber Gaster hat nicht vor, seinen Sohn sterben zu lassen und teleportiert sich seinerseits vor Sans. Karas Angriff trifft ihn mit voller Stärke und obwohl er überlebt, ist klar, dass er nicht weiterkämpfen kann. Gasters Verletzung führt dazu, dass nun Sans angepisst ist und seinen wahren Spezialangriff einsetzt, den wir selbst im Genocide Run nie gesehen haben. Und das auch noch erfolgreich. Dieser schieren Feuerkraft kann selbst Kara weder entkommen noch widerstehen. Zu Team Frisks Pech hat aber auch Kara eine Geheimwaffe, Entschlossenheit. Und so fügt sich seine Seele wieder zusammen, so wie er es auch Frisk unzählige Male im Kampf gegen Asriel ermöglicht hat.
Sans gelingt es gerade noch, Flowey aus der Schusslinie zu bringen und sich mit einem Gasterblaster vor Karas Gegenangriff zu schützen. Dass Kara überhaupt eine Seele besitzt, ist tatsächlich das Ergebnis eines Glitches. Normalerweise besitzt Kara während der Ereignisse von Undertale keine Seele und hat damit ein ähnliches Gefühlsleben wie Flowey, bevor dieser schrittweise zum Mörder wurde. Aber einen entscheidenden Unterschied zwischen Kara und Flowey gibt es. Kara kann durch Frisk Liebe spüren. Zumindest wenn Frisk sich dazu entscheidet, die Freundschaft der Monster zu suchen, die ihm begegnen. Aber natürlich hat auch das Gegenteil Auswirkungen auf Kara. Während Flowey Sans einsammelt, stellt Kara ihm die Frage, ob er weiß, wofür Schwarz steht. Natürlich ist es eine rhetorische Frage, deren Antwort Kara selbst gibt. Schwarz steht für Hass, etwas, wovon Kara jede Menge besitzt. Interessant finde ich hier dran, dass Monsterseelen allesamt weiß sind. Fast so, als wären sie das genaue Gegenteil. Und tatsächlich scheinen Monster gänzlich unfähig zu sein, echten Hass auf jemanden zu verspüren. Selbst nachdem sie Opfer eines Genozids durch die Menschen wurden, hatten sie kein Problem damit, Kara bei sich aufzunehmen und sogar als Teil der königlichen Familie zu betrachten. Und selbst im Genocide Run handeln die Monster, die sich Frisk in den Weg stellen, nicht aus Hass. Papyrus appelliert an die besseren Aspekte von Frisks Persönlichkeit. Undyne gibt ihren vorgeschobenen Hass auf die Menschen auf, als ihr klar wird, dass Frisk längst nicht mehr zwischen Menschen und Monstern unterscheidet. Metaton hat die Menschen ohnehin nie wirklich gehasst und hat sich bereitwillig geopfert in dem Wissen, dass er vermutlich kaum mehr als eine kurze Ablenkung sein wird, die aber vielleicht Alphys die Zeit gibt, ein paar weitere Monster zu evakuieren. Sans versucht zwar Frisk zu bestrafen, aber kann gar nicht die Mühe aufbringen, Hass zu empfinden. Es ist vielmehr Trauer um Papyrus, die anderen Monster und all das, was hätte sein können. Und Asgore hat zwar wahrscheinlich einen gewissen Hass auf sich selbst und auf das, was nach dem Tod seiner Söhne aus ihm wurde, aber ihn belastet vor allen Dingen Schuld. Kara führt mit seinem Hass einen vernichtenden neuen Angriff aus, den Flowey zwar mit Hilfe der Menschenseelen abwehrt, aber dabei seine Transformation verliert. Team Frisk ist besiegt, und als Frisk verzweifelt um Hilfe ruft, reagieren weder die erschöpften Menschenseelen noch jemand anderes, wie auch Kara feststellt. Das gefallene Kind ist siegreich. Zumindest bis Frisk selbst aktiv wird. Denn Hilfe wird nur denen gewährt, die bereit sind, sich selbst zu helfen. Während sich seine Entschlossenheit wiederherstellt, wehrt Frisk Karas Angriff auf Flowey ab und gibt kurzerhand seine Seele an diesen weiter. Gemeinsam mit den nun revitalisierten Menschenseelen hat Flowey nun die Chance auf eine erneute Transformation. Und so sieht sich Kara kurzerhand der einen Person gegenüber, die ihn wirklich aufhalten kann. Seinem besten Freund. Your Best Friend baut unsere Hoffnungen auf, nur um sie danach systematisch einzureißen. Auch ohne den subtilen Hinweis, dass nicht mal Omega Flowey Kara die Kontrolle über die Zeitlinie streitig machen kann, ist es stets ein Fehler, Karas Entschlossenheit zu unterschätzen. Dieses Kind war bereit, sein eigenes Leben zu opfern, damit die Monster frei sein können. Das ist etwas, was Frisk nicht von sich behaupten kann, waren seine Tode doch nie von Dauer. Nach all diesem Setup sollte es nicht überraschen, dass Camilla im Staffelfinale, Continue, eindrucksvoll beweisen wird, dass sie eine der wenigen ist, die Karas Charakterisierung verstanden haben. Und wenn man bedenkt, von welch zentraler Bedeutung Kara für so viele Undertale-Fanfictions ist, ist es auch kein Wunder, dass dieses Verständnis von weitreichender Bedeutung für Glitch Tale ist.